Neunter Tag der Pfingstnovene, meine persönlichen Erfahrungen. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Tagesevangelium. Wir hören heute, nach diesen Worten sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Und er wiederholte es ein zweites Mal, du aber, folge mir nach. Es ist so bewegend, wenn man dann das Wirken des heiligen Petrus in der Apostelgeschichte liest, welche Wandlung der Heilige Geist seit dem Pfingstfest bei ihm vollbracht hat. Sein Wirken gleicht wie eine großartige Kopie dem Wirken Jesu. Er verkündigt mutig das Evangelium, heilte viele Kranke und gab sein Leben hin für den Glauben. Ja, mit dem Beistand des Heiligen Geistes ist er Jesus vollkommen nachgefolgt. Heute am neunten Tag der Pfingstnovene möchte ich ganz besonders dem Heiligen Geist danken für sein Wirken in meinem Leben. Einmal für alle Früchte, für alle Gaben, für die Vollmacht und die Führung, die er mir geschenkt hat. Zuerst für die Früchte, die der Heilige Geist uns immer wieder schenkt, wenn wir ihn darum bitten, unter anderem den Frieden, die Freude, die Liebe. Ja, ganz besonders durfte ich diese Früchte des Heiligen Geistes spüren bei der Anbetung. Dann nach jeder heiligen Beichte, wo er mir all meine Sünden immer wieder nachgelassen hat. Und dann bei der täglichen Betrachtung des Evangeliums. Auf ganz besondere Weise durch die Lektio Divina, wo ich das Wort Gottes ganz tief verinnerlichen durfte. Besonders danke ich dem Heiligen Geist für seine Gaben und Charismen. Einmal für diese Gnade, die falschen Charismen, die sogenannte Medialität, entdecken zu dürfen, was ich dann auch in diesem Heftchen zusammengestellt habe. Und dann für diese besonderen Gaben, die er mir gerade dort geschenkt hat, wo ich lange Zeit meine Unfähigkeit, Ratlosigkeit und Schwäche immer wieder ihm hingehalten habe. Es war so erstaunlich, gerade bei einer Pilgerfahrt ins Heilige Land, dass mein Papa mich auf ein Charisma aufmerksam gemacht hat, wo ich von natürlicher Seite keine Begabung hatte, was der Heilige Geist mir geschenkt hat. Dann darf ich dem Heiligen Geist danken für die Vollmacht, die mir in der Priesterweihe geschenkt hat. Ja, für die Vollmacht, das heilige Messopfer feiern zu dürfen. Gerade das war doch mein sehnlichster Wunsch bereits als kleines Kind. Dann für die Vollmacht des Segnens im heiligsten Namen Jesu, wo ich immer wieder Zeichen, Heilungen und kleine Wunder miterleben durfte, die der Heilige Geist durch mich gewirkt hat. Und dann danke ich dem Heiligen Geist noch für die wunderbare Führung, die er mir geschenkt hat durch die regelmäßige geistige Begleitung von guten Priestern. Und für all seine wunderbaren Anregungen und Impulse, die mir dann geschenkt hat, wenn ich mich immer wieder vertrauensvoll Jesus hingegeben habe. Immer wieder, wenn ich gesagt habe, Jesus, ich weiß nicht weiter. Ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jeden Morgen bete ich zum Heiligen Geist. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmermehr verliere. Amen. Himmlischer Vater, Jesus hat uns versprochen, uns den Beistand zu senden, den Heiligen Geist. Wir bitten dich, sende uns heute den Heiligen Geist mit all seinen Früchten, Gaben und Charismen. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Vollmacht des Priestersakramentes, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche, entmacht ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, Erbbelastungen und alles Negative, was euch, eure Familien,
eure Häuser und Arbeitsplätze getroffen hat, und setze euch frei davon und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, in der Liebesflamme Mariens. Möge sich alles Negative, alles Böse, alles Schlechte durch das unbefleckte Herz Mariens in Segen und Heil für euch verwandeln. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.